sagen, das ist eine ganz furchtbare Straße hier runter. Naja, aber der Weg ist das Ziel. Ja, Freunde, unterwegs zur Location. Wie gesagt, ich muss den ganzen Haufen laufen. Und bin dann natürlich an so einem schönen Gewässer hier vorbeigekommen. Ich zeige euch das mal. Ich denke mal, der ein oder andere wird es vielleicht gleich erkennen. Ja, wie gesagt, ich wollte euch jetzt nicht unbedingt das Wasser zeigen, weil auf dem Wege habe ich nämlich nur was anderes gefunden. Hierbei handelt es sich um ein verlassenes Hotel. Ich halte mich da mal so ein bisschen rein. Wie üblich wird irgendwo immer der Müll abgekippt. Es ist einfach nur zum Kotzen. Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, ich bin hier angekommen. Im Keller eines verlassenen Hotels. Ja, ich habe so ein bisschen Bammel hier. Naja, aber egal. Wir ziehen das jetzt auf jeden Fall mal durch. Ich denke mal, das Abenteuer beginnt. Bleibt dabei. So, anfangen tun wir im Heizungsraum. Klamotten wurden ja auch noch zurückgelassen. Also, soweit ich weiß, ist dieses Hotel seit 2009 verlassen. Das wird wohl mal der Bierkeller gewesen sein hier. Bier und Getränke. Und alte Autoradios. Liftschorle haben wir noch hier und Fanta, alles noch original verschlossen. Oh, können wir direkt wieder aufmachen hier, wa? Auf jeden Fall müssen wir heute so ein bisschen aufpassen, weil das ist, wie ihr vorhin schon im Intro gesehen habt, an einem See gelegen. Dementsprechend stark frequentiert alles. Auf jeden Fall noch viele Gegenstände zurückgelassen.
scheint wohl mal so eine Art Lieferanteneingang gewesen zu sein. Gut. So viel zum Thema Keller. Wird Zeit, dass wir mal nach oben gehen. Kommen wir direkt im Gastraum an. Wie gesagt, Freunde, ich muss hier so ein bisschen vorsichtig sein und mit dem Licht aufpassen. Ja, wie man da vorne unschwer erkennen kann. Der riesengroße See, den ich vorhin schon einmal aufgenommen hatte. So, das wird wohl so eine Art Rezeption für das angeschlossene Hotel gewesen sein. Gut verbrettert hier. Gemischter Braten mit Salzkartoffeln. 8,50 Euro. Naja, das geht doch. Nicht so ganz sicher, ob das das Muster der Tapete ist oder ob das hier alles schon Schimmel ist. Sehen könnt. Diese Location ist hier absolut unbekannt. Dementsprechend auch so gut wie keine Zerstörung, sondern nur natürlicher Verfall. Ja, die Fliesen hängen nur so am letzten Fädchen hier. Auf dem Boden. Und das ist so feucht hier drin, das riecht, als ob einer gerade frisch tapeziert hätte. Thank you.
Seite alles verrammelt und verriegelt. Damit bloß keiner hier reinkommt. Und wenn ich mir die Scheiben so angucke, das muss wohl irgendwann mal zu Weihnachten geschlossen worden sein, weil es sind überall Rentiere und Weihnachtsbäume angeklebt gewesen. Zeit für die nächste Etage. Was soll ich euch sagen? Irgendwer muss hier wohl mal gewohnt haben. Und das war dann nicht mal allzu langer Zeit. Tapeten, die hängen hier runter wie Türen. Ich denke mal, dass das hier wohl das Privathaus mal gewesen ist. Und der Boden ist ja schon mal geil. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt. Da gehen wir mal besser nicht drauf. Wohnhaus hier. Ich denke mal, wir schauen uns mal noch woanders um. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Scheint das hier so eine Art Dachboden zu sein. Noch ein paar alte Bänke zurückgeblieben. Da hinten ein uraltes Floppy-Laufwerk. Dachboden. Da werde ich aber mal nicht drauf gehen, weil da vorne sind schon die ersten Bretter kaputt. Ich
Ich glaube nicht, dass ich da durchfallen möchte. Nicht zwingend. So, Freunde, ich bin wieder unten angekommen. Ich habe nur so ein paar Schränke gefunden hier, in denen noch so einiges an Material lagert. Aber wie gesagt, vorsichtig mit dem Licht hier. Komplette Kaffeegeschirr noch hier drin. Und die schöne alte Gugelhupfform. Ist der Boden hier schon hochgekommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie feucht die ganze Sache ist? Hier haben wir nochmal ein Kühlaggregat. Sechser die Toiletten zugeklebt, dass da keine Viecher rauskommen können. Auch nicht schlecht. Freunde, jetzt wieder ganz vorsichtig, das werden wir jetzt fix abhandeln hier. Den Raum kennen wir ja schon. Und auf der anderen Seite haben wir noch das Büro. Auch noch so ein paar Akten zurückgelassen, Schreibtisch. Freunde, mittlerweile sind wir wieder draußen. Das hatte ich euch schon mal gezeigt hier. Wo ich mich schon mal drüber beschwert habe, dass die Leute überall ihren Scheiß liegen lassen. Ja, die Tür ist zu. Freunde, mittlerweile kommen auch die ganzen Angler zurück. Deswegen wird es Zeit, dass man sich hier so langsam mal vom Acker macht. Alles ein bisschen heiß hier. So, Freunde, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit ganz gut gefallen. Und ja, wenn das so sein sollte, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, weil ich habe gesehen, dass der größte Teil zwar meinen Kanal sich anschaut, aber ihn nicht abonniert hat. Also tut das doch bitte, es ist kostenlos und ja, ihr tut mir einen Gefallen damit. So, wie gesagt, ich werde mir jetzt das schöne Wetter hier noch so ein bisschen angucken.
Und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video.